Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch- und Backstudio. Heute möchte ich eine Big Mac-Rolle machen. Und alles, was ich dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Für meine Big Mac-Rolle muss ich folgende Zutaten haben. Für den Teig brauche ich 3 Eier. 250 Gramm Joghurt, ich habe hier Skyr Joghurt. 100 Gramm geriebenen Käse, das ist Mozzarella. Und dann kommt noch ein Teelöffel Pizzagewürz rein. Und dazu gibt es dann ein Dressing. Und dazu muss ich dann haben eine halbe Zwiebel fein gewürfelt, zwei kleine Gurken gewürfelt, 4 Esslöffel Mayo, 1 Esslöffel Ketchup, einen halben Teelöffel Essig, 1 Teelöffel Senf. Ja, und dann brauche ich dann noch für die Füllung eine halbe Zwiebel gewürfelt. Dann habe ich hier 500 Gramm gehacktes, ist Schweinegehacktes. Dann brauche ich noch Cheddar-Käse. Dann habe ich hier etwa 5 bis 6 Cochinots in Scheiben geschnitten. Dann habe ich hier 3 Tomaten. Die habe ich in Würfel geschnitten, in große Würfel. Eine halbe Salatgurke in Scheiben geschnitten und dann brauche ich noch Eisbergsalat. Ja, und dann würde ich sagen, als erstes machen wir uns mal die Pfanne hier heiß, lassen die heiß werden und wir beginnen als erstes mit dem Teig. Achso, ich habe noch vergessen, und ich brauche noch ein Backblech für den Teig und den Herd bin ich mir vorm Heizen auf 180 Grad. So, dann fangen wir hier mal an mit dem Teig. Wir geben hier den Joghurt rein. Dann geben wir den Mozzarella mit da rein. Das Pizzagewürz. Und jetzt kommen noch die 3 Eier da rein. So. Und das Ganze wird dann verrührt. Der Teig ist fertig. Und den geben wir dann auf das Backblech. Den geben wir jetzt auf. Ihr seht ja selber, wie flüssig der ist. Und der geht die dann für 20 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Ja, während die Pfanne noch aufheizt, machen wir das Dressing. Und dazu brauche ich Folgendes. Vier Esslöffel Mayo, ein Esslöffel Ketchup, ein Teelöffel Senf, einen ganzen Teelöffel Essig und dann kommen noch hier die gewürfelten Gurken und Zwiebeln mit dabei. Und das wird dann verrührt. Jetzt können wir auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer dabei tun.
So, und unser Dressing ist auch fertig. Mal kurz probieren. Wunderbar. So, das stellen wir zur Seite. Und jetzt geben wir uns an das Gehacktes dran. Dazu geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne. Verteilen das. Und ich brate mein Gehacktes immer in Etappen an. Dann bildet das in der Pfanne nicht so viel Wasser. Oh, mein Gehacktes ist jetzt angebraten. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn ich das Gehacktes in Etappen anbrate. Hat keine 5 Minuten gedauert. Und ich habe kaum 40 Stellen hier in der Pfanne. So, und jetzt kommen noch die Zwiebeln rein. So, jetzt ziehen wir die Pfanne von der Platte runter und lassen das Gehacktes dann kalt werden. Ja, der Teig ist jetzt fertig und den holen wir jetzt mal aus dem Ofen raus. So sieht mein Teig aus. So. Den lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Und jetzt geben wir hier das Dressing auf. Das wird dann verteilt. So, jetzt geben wir noch den Rest damit auf, verteilen dann. So. Und jetzt kommt das Gehacktes. Hier verteilt. Und jetzt kommt der Schellkäse drauf. Auf. Und jetzt kein Gürkchen, ein bisschen Tomate, kommen noch Gurkenscheiben drauf und noch Eisbergsalat. Der wird dann ein bisschen zerrupft. Und das versuchen wir jetzt zu einer Rolle. Wir gucken, dass er sich vorsichtig vom Backpapier löst. Ein bisschen andrücken und drehen. Wieder ein bisschen hier ziehen. Und schön festziehen. So. Weil dann ist der Teig, der kann auch schnell reißen. Und jetzt könnt ihr den direkt so essen. Oder ihr gebt noch ein bisschen Käse oben drauf. Setzt ihn dann nochmal, bis der Käse geschmolzen ist, für 5 bis 10 Minuten im Ofen rein. Ja, meine Big Mac Rolle war jetzt nochmal 10 Minuten im Ofen. Die holen wir jetzt raus und damit ist die Rolle fertig. So sieht meine Big Mac Rolle aus. Und jetzt können wir anrichten. So sieht meine Big Mac Rolle aus. Und wenn ihr noch Salat übrig habt, ich habe jetzt hier noch Eisbergsalat, Gurken und Tomate übrig. Es ist zwar nicht viel, was noch übrig ist, aber macht euch davon abends noch einen Salat mit einem schönen Dressing dran und dann, wenn ihr auf der Couch sitzt, beim Fernsehen gucken, könnt ihr dann nebenbei noch den Salat essen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal,
Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen da. Rezept setze ich euch wie immer in die Infobox und schaut auch mal hier in meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.